Viele von euch kennen ihn aus der Jury von DSDS. Da sitzt er seit Anfang des Jahres, jetzt bei Eine Stimme. Hallo Matteo. Über welches politische Thema hast du dich in letzter Zeit so richtig aufgeregt? Ich fand letztens sehr aktuell, als ich zum Beispiel auf der Calcia Canela Facebook-Seite gepostet habe, dass ich das cool finde, dass Frankreich endlich der Homo-Ehe zugestimmt hat, fand ich das sehr erstaunlich. Also erfreulich, dass viele Leute gefällt mir gedrückt haben und viele Leute auch positive Kommentare dazu geschrieben haben. Aber ich fand es immer wieder erstaunlich, dass dazwischen so Kommentare von jungen Menschen gab. Bist du gay? Schwul sein ist doch eine Krankheit, unheilbar und das ist Haram und gegen Gott und keine Ahnung was. Also da war ich richtig, richtig erstaunt und erbost, dass man im Jahr 2013 auch solches Feedback irgendwie bekommt auf etwas, was ich völlig normal finde. Jeder Mensch sollte das gleiche Recht haben zu lieben und solange niemand gezwungen wird und auch auf Adoption und Erbe und alles, also vollkommene Gleichheit. Matteo, du hast gerade eben schon gesagt, du kannst nicht so ganz verstehen, wie man im Jahr 2013 sowas noch so als Meinung vertreten kann. Jetzt gibt es aber in der Politik Parteien, die schon sagen, das ist schwierig, christliches Menschenbild, Was hältst du von der politischen Meinung, gegen gleichgeschlechtliche Ehe zu sein? Ich glaube, dass es so ähnlich in der Politik ist, teilweise wie im Sport. Ich glaube, da gibt es viel mehr schwule Politiker als bekannt ist. Also sie sollten sich mal alle erstmal outen. Ich glaube, auch in der CSU oder CDU gibt es noch ganz, ganz viele Homosexuelle, die es irgendwie noch nicht gepackt haben, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Vielleicht sollten die das mal langsam machen, das wäre auf jeden Fall ein Schritt. So wie im Fußball auch oder im Profisport. Und ich kann den Leuten nur Mut zusprechen. Ich meine, das christlich-soziale und so, glaube ich, halten die auch nur noch hoch, weil das C im Namen steht. Da sollten die sich langsam mal, glaube ich, was anderes ausdenken, wofür das C stehen könnte. Vielleicht für cool oder culture oder so. Du hast zum Hoeneß geschrieben, das Hoeneß-Bashing geht mir jetzt schon auf den Sack, nicht weil ich den sympathisch finde. Der zahlt jedes Jahr Millionen von Steuern und unterstützt damit auch das System. Hoeneß selber ist jetzt irgendwie nicht mein Kumpel, ich finde ihn nicht super sympathisch. Aber was ich total scheiße fand, war diese Vorverurteilung. Weil ich habe einfach nur auch zum Beispiel gepostet, dass jeder Mensch, wenn er in die Situation kommen würde und die Kohle hätte und die Möglichkeit, würden, glaube ich, 99,9% der Leute genau das Gleiche tun. Der Typ ist halt vielleicht irgendwie, alle denken, ja, ein arroganter Penner oder so, aber der Typ arbeitet halt auch hart für sein Geld. Das ist halt nicht so, dass er halt, die fette Sau, der hat halt mehr, sondern der hat halt dafür getan. Und der zahlt ja auch richtig, richtig viel Steuern. Ich habe das Gefühl, dass ich viel zu viel Steuern zahle. Ich arbeite von morgens bis abends, ruhe mich überhaupt nicht aus und ich habe definitiv das Gefühl, dass ich A, zu viel Steuern zahle und B, für die falschen Sachen. Warum wird denn immer an Kindern, Kultur, Musik, Ausbildung, an den Stellen gespart, die Schwächsten sind, die es aber auch gleichzeitig am meisten brauchen? Ich würde gerne mehr Transparenz haben. Wo gehen unsere Steuergelder hin? Warum gibt es nicht eine Revolution in Deutschland, wenn so eine Scheiße wie die Elbphilharmonie versandet und der Berliner Flughafen? Keiner geht auf die Straße und sagt, das ist auch unser Geld, weil den Leuten wird es am Ende des Monats immer abgezogen und alle denken, ja, das betrifft mich ja nur peripher. Das war Eine Stimme mit Matteo. Vielen Dank. Super, danke. Bleib sitzen. Eine Stimme. Das war Matteo. Dankeschön.